Einen wunderschönen Sonntagnachmittag, heute wieder aus unserer Kreisstadt in Bernburg. Ich will natürlich wieder heute auch über die Demonstration berichten, 16:30. Das letzte Video haben 36.158 Leute geguckt, also ganz, ganz toll. Ich werde es heute ein bisschen aufteilen, ich werde verschiedene Videos machen und es näher zusammenschneiden, mache ich sonst nicht gerne, aber heute muss es einfach mal sein, weil einfach die erwartende Menschenmenge einfach zu groß ist. Jetzt sammelt man sich ja langsam gerade, es ist gerade so gegen 16 Uhr. Was ich noch sagen wollte, ich habe heute im Briefkasten wieder mal einen wunderbaren Brief bekommen von einem ganz besonderen Anwalt aus Magdeburg, von einer ganz besonderen Bürgermeisterin. Ich hätte doch meine Dienstaufsichtsbeschwerde, die ich an die Bürgermeisterin einer ganz gewissen Stadt geschrieben habe, nicht bei Facebook veröffentlichen dürfen. Ja, muss man jetzt alles rechtlich prüfen, ist natürlich wieder der nächste Versuch, mich irgendwo so ein bisschen zu beeinflussen, sage ich mal. Muss man einfach jetzt gucken, morgen natürlich viele Telefonate mit Rechtsanwälten, gar keine Frage. Hab da auch von einer Unterstützung schon zugesagt bekommen von vielen, die sagen, Mensch, wir kümmern uns darum, wir helfen dir. Das erstmal dazu, ja, also man ist irgendwie immer geneigt, irgendwo gegen mich vorzugehen, ganz toll. Aber wie gesagt, die Wahrheit kommt am Ende immer raus und wir haben jetzt 10 Minuten, bevor es losgeht hier, 16:30. Also ich habe das Gefühl, es ist bedeutend mehr als beim letzten Mal. Und wenn ich da mit meinem Video letzte Woche ein bisschen dazu beitragen konnte, bin ich natürlich super dankbar. Wir haben jetzt etliche Leute hier, habe ich gesehen, auch aus meiner Region, also aus Gerbitz, Rupzig die Ecke, zum ersten Mal dabei. Ganz toll. Also ich hoffe wirklich, dass meine Videos da wirklich was bringen, dass hier wirklich mal richtig Bewegung in die Sache kommt. Hier müssen 5.000, 6.000 Leute auf die Straße gehen, mindestens. Ist einfach Pflicht. Platz. Die Bernburger werden ihn kennen. Ich mache mich da gar nicht rum. Ich stelle mich hier auf den Steinhaufen, weil es einfach ein besseres Bild gibt. So, ihr sollt nämlich wirklich sehen, was hier wirklich passiert. Nicht, dass unsere liebe Mitteldeutsche Zeitung wieder irgendwelche Fantasiezahlen schreibt. Keine Ahnung, wo sie die her haben. Wie gesagt, muss sich jeder seinen Teil selber beidenken. Was mir noch ganz wichtig ist, ich rede ja im Vorfeld immer mit den Leuten. Ich gehe da, mache da meine Runde, spreche mit den Leuten, was sie bewegt, hierher zu kommen. Also, viele haben sicherlich auch Angst, hierher zu kommen und mitzulaufen aus irgendwelchen Ängsten vor Repressalien vom Arbeitgeber oder sonst irgendwas. Leute, das muss euch scheißegal sein. Es geht jetzt um so viel. Ihr müsst hier Präsenz zeigen. Ihr müsst auf die Straße gehen und sagen so, uns reicht es jetzt. Ihr seht es bei mir in Nienburg, was ich da seit anderthalb Jahren mache und gegen welche Windmühlen ich da kämpfe. In Nienburg wäre so eine Geschichte mehr als angebracht. Mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht, was da noch so alles möglich ist. Jedenfalls habt keine Angst, hier mitzulaufen. Ich habe hier keinen Nazi gesehen, ich habe hier keine Reichsflaggen gesehen, ich habe hier normale Menschen gesehen, Mütter, Omas, Väter, Kinder mit Kinderwagen, die haben Leute, haben einfach Angst um ihre Zukunft. Ja? Und das muss man einfach ernst nehmen und da bin ich der Letzte, der sich da hinstellt und die Leute in eine Ecke drängen will. Und es haben sich so viele bei mir bedankt. Matthias, das war ein richtig gutes Video letztes Mal, richtig neutral, wie es sein soll, weil irgendwie... Es ist wie der eine schon schreibt, wenn du irgendwie kritisch bist, bist du sofort rechtsradikal und das ist einfach nur scheiße, ja. So, wie gesagt, jetzt kommen hier die Leute, ihr seht diese Menschenmasse, es sind definitiv mehr als beim letzten Mal, also liebe Mitteldeutsche Zeitung, fragt irgendwelche Leute, die hier beteiligt sind, wie viele hier mitgelaufen sind, es sind definitiv mehr als beim letzten Mal, also das braucht man hier nicht, dass irgendwelche Schreiberlinge sich irgendwelche Fantasiezahlen ausdenken und sagen, es waren ja nur so wenig. Nee, das ist eine ganze Bewegung und das ist gut so, dass sich hier die Leute endlich auf die Straße bewegen. Alles klar, guckt es euch an, ich lasse es wieder ein bisschen auf euch wirken, das ist ganz wichtig. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig viel, was hier los ist. So, der Umzug neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Die Leute kommen jetzt zurück auf den Karlsplatz, das ist ja der zentrale Marktplatz in Bernburg. Ich habe gerade mit der Polizei gesprochen, die haben mir gesagt, also sie haben wohl geschätzt oder gezählt, es sind 1.100 Leute mindestens. Also sehen wir schon mal, dass es schon mal wirklich bedeutend mehr sind als beim letzten Mal. Da hat man ja so ungefähr 650 geschätzt als Polizei.
Ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, ich bin Familienvater. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, dass ich mal irgendwann hier stehe und darüber berichte. Aber es ist einfach verdammt nochmal Zeit, jetzt Flagge zu bekennen und zu sagen, so, uns reicht's jetzt. Ja? Wir können das nicht länger hinnehmen, dass in Berlin Sachen beschlossen werden, die die Bevölkerung einfach nicht mitträgt und drunter leiden muss. Das ist einfach nicht richtig. Alles klar, wisst ihr erstmal Bescheid. Das war mein Tag in Bernburg. Bis nächste Woche. Tschüss.